Wir sind hier im Dreischlatt hinter Grinau. In diesem Haus wurde 1885 mein Großvater Rudi Steiner geboren und er wuchs mit 9 Geschwistern auf. Sein Vater, Rudolf Steiner, mein Urgroßvater, war Alpirt der Ortsgemeinde Wattwil. Er hatte ein paar Toggenburger Ziegen und eine Kuh für die Hausmilch. Im Sommer war er mit dem Jungvieh der Wattwiler Bauern auf der Alp. Und im Winter arbeitete er hier im Wald. Beim Transport einer schweren Tanne mit dem Hornschlitten kam er ums Leben. Das war damals eine sehr gefährliche Arbeit. Schon als kleiner Bub war ich in jeder freien Minute mit meinem Großvater im Toggenburg unterwegs. Wir besuchten seine Brüder und die Alpfahrten. Und dort hörte ich zum ersten Mal den Naturjodel, Schellen, Talerbecken und den Alpsegen. Und ich hatte jedes Mal Hühnerhaut. Das war der Klang, der obertonreiche Klang dieser Stimmen und Instrumente. Ja, diese tiefe Spiritualität der Klangkultur der Toggenburger und Appenzeller Alpen, die hat mich nie mehr losgelassen. Ja, das war wohl auch der Grund, dass ich mir nach dem Lehrerseminar in Rorschach nur eine Stelle im Toggenburg vorstellen konnte. Ja, das Schulzimmer. Ja. Wie lange ist es her, seit wir oder wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, etwa 55 Jahre. Da bin ich da. In die Schule. Und dann ist ein neuer Lehrer gekommen. Er heisst Peter Roh. Bin ich dann in die 4. Klasse gekommen. Ja, ja. Ja, und weißt du, denkst du, was geheißen mit neuen Lehrer? Ja, wir haben natürlich schon Freude gehabt. Und es geheißen hat, es gibt einen jungen Lehrer. Das ist für uns als Kind natürlich schon. Aha.
etwas Schönes gewesen, ja. Wenn man denkt, ja, der kommt von St. Gallen, der bringt doch etwas Neues da hin. Dann sind wir da innen zusammengekommen, der ganze Schulrat. Und dann hat der Sagen Emil gesagt, er sei auch einverstanden, dass ich hier als Lehrer komme, aber nur wenn ich bereit bin, den Männerchor zu dirigieren. Ja. Ja, das war wichtig für den Bühel. Ja. Und das hast ja du auch gut gemacht, oder? Und den gibt es jetzt noch. Ja. Aber eben, ich weiss einfach, dass wir nachher auch, wo du dann auch nicht mehr Schule gegeben hast, da sind wir viel noch auftreten. Ja. Haben überall lernen müssen singen. Und durch das sind wir natürlich auch ein bisschen vorgekommen. Ja. Von daheim aus sind wir nicht gross vorgekommen. Ja. Oder? Dann haben wir mal müssen auf Zürich singen. Einmal mussten wir zum Wieselgier auf Wildhaus, wo es Asse geschneit hat. Ja, genau. Das ist da noch. Oh. Fernsehsendung. Ja. Ja, das war schon noch etwas Besonderes zu dieser Zeit, oder? Mhm. Ja, meine ich schon. Die anderen in dieser Schulgemeinde haben das nicht so gehabt. Die anderen Klassen, oder? Ja. Die waren dann manchmal schon ein bisschen neidig auf die Bühler, die alle ein bisschen fort. Ja, da war schon ein bisschen, ja. Hat ja mal einen Leserbrief gegeben, weil wäre ich nur gesungen und sie lernen nicht. Genau. Kannst du dich erinnern? Ja. Und der Lehrer sagt barfuß. Lehrer barfuß, genau. Das ist ja nicht so. Haben auch nicht alle gern gehabt, aber eigentlich war es ja gleich gewesen. Wegen dem hat er gleich gute Schule gegeben, ob er jetzt barfuß ist oder nicht. He? Also mir hat es schon noch geprägt, so also die. Das Singen und Musik machen mit euch. Mhm. Und dann eben auch über die lange Zeit, so über die Zeit als Lehrer raus. Also er war ein Lehrer, der du hast nie müssen Angst haben vor einem Lehrer oder so. Er war einer, der ja, halt ganz natürlichen und bodenständigen. Und man hat, ja, irgendwie hast du nicht das Gefühl, er kommt jetzt aus der Stadt und so. Er ist da barfuß im Schulzimmer gsi und wie wir auch, oder? Wir sind auch barfuß in die Schule gekommen. Und von dem her ist es wirklich schön gsi, da zu mit Schule gehen. Nach dem Musikstudium in Zürich kam ich 1973 wieder zurück in Stockenburg und übernahm die Leitung des evangelischen Kirchenchores von Alt-St. Johann. Nach 20 Jahren Erfahrung mit den Chören, Teilnahme an Albfahrten, wuchs in mir der Wunsch, Kurse zum Thema Klang und Alpkultur und Obertönen zu machen. Und in dieser Zeit war dann ein Inserat in der Zeitung Naturfreundehaus Seegötli zu verkaufen. Und so begannen wir, Hans-Rudi Ammann, Annelies Huser und Hans-Jakob Scherer, dann 1993 hier mit regelmäßigen Kursen. 2002 hatte ich die Möglichkeit für einen Besuch bei Peter Zumthor in seinem Atelier in Haldenstein. Und bei dieser Gelegenheit fragte ich ihn,
ob er uns ein Klanghaus am Schwendisee bauen würde. Und dann hat er gefragt, wie wollen Sie das bezahlen? Da habe ich gesagt, wir haben den schönsten Platz, die stärkste Idee. Und wenn wir den adäquaten Architekten haben, dann suchen wir das Geld. Und dann hat er gesagt, dann suchen Sie das Geld und sagen Sie dort, der Zumtor baut's. Das war so der Resonanzboden, den Peter Zumtor dem Ganzen gegeben hat, seine Zusage. Und der Architekt Marcel Meili aus Zürich hat dann diese Idee des begehbaren Instrumentes in Gestalt umgesetzt. Es kommt jetzt in die Wirklichkeit, es ist eigentlich das gleiche, der gleiche Vorgang wie bei einer Komposition, oder? Es ist zuerst das Hören der Musik, dann das Aufschreiben, das ist beim Architekten der Plan. Und dann, wenn man einen Plan lesen kann, sieht man das dreidimensional, das kann ich nicht. Aber wenn ich eine Partitur lese, dann höre ich, wie es klingt. Aber es ist immer noch in der Vorstellung. Und wenn dann gebaut wird oder wenn geprobt wird, dann wird das eben dann konkret als sinnliche Erfahrung über Augen und Ohren.